23. Hier sind wir bei 7. Okay, dann machen wir die erstmal. Da müssten wir einfach so durchfliegen können. Wie gesagt, wir haben einige Ruinen aufzuholen. Und das machen wir heute. Guck mal, da fliegen wir einfach durch. So, wir brauchen 4 Kisten. Von daher müssen wir hier mal ein bisschen die Augen aufhalten. Okay, wir brauchen Steine. Brauchen diese Kugeln, ne? Was haben wir hier? Hier oben ist einfach mal gerade nichts oder was? Okay. Okay, hey, normalerweise müsste doch hier eine Kugel sein, die man da drauf werfen kann. Okay, hier ist schon mal eine. So, die andere Kiste haben wir da hinten. Da brauchen wir aber irgendein Steinchen für. Ah, ne, ich muss einfach drauf tappen, oder? Oh Mann, ey. Scheiße. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ich muss einfach drauf gehen. Geh noch mal kurz zurück. Ich war gerade in der anderen Ruine, wo man das machen muss. Ah, man kann die zurücksetzen. Okay, dann haben wir das auch schon mal geklärt. So, jetzt müssen wir einmal alle aktivieren, die hier oben sind. Dann geht da die Tür auf. Und dann müssen wir das nochmal machen für die andere Seite, um die andere Kisten zu kriegen. Hier hat nämlich ein anderes Symbol. Da seht ihr das, guckt. Also, oben, rechts, links und unten darf es nicht sein. Dann setzen wir die mal gerade zurück, weil das ist der Hauptweg, den wir jetzt gerade freigemacht haben. So. Alles außer oben rechts, das ist der da. So. Dann geht schon mal die zweite Kiste auf. Oh, ist sogar schon die dritte. Sogar schon die dritte. Jetzt machen wir den Hauptweg noch mal frei. Und da muss jetzt irgendwo noch eine grüne Kiste sein. Zumindest hoffe ich das. Wenn nicht, müssen wir nochmal zurücklaufen und müssen gucken, wo die sind. Da ist er. Die steht einfach beim Boss. Von mir aus. Wo ist er?
Damit sie hin und her gedäsche. GG, mach die Tür auf. Das, meine lieben Freunde, war die Ruine B01 in normaler Schwierigkeit.